Grüßen miteinander. So, wir spielen ein kleines Horrorspiel. Gucken aber erstmal in Settings rein. So, Postqui. Ja, wir stellen das mal alles auf Mitte. Und wir gucken, dass wir das so machen können. Und das auf 1080p. So, dass das mal akzeptieren. Gucken, ob wir es auch noch auf Deutsch stellen können. Ich glaube, eher weniger. So, aber werden wir uns das einfach mal angucken, ne? Wenn es euch gefällt. Gerne ein Däumchen da lassen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Es geht schon weiter. Das war jetzt sehr beschauert. Gruselig mit der Tür da. Bin gespannt. Und aufgeregt. Schade, dass es da kein deutscher Untertitel gibt oder so, dass man das euch machen können. Kapitel 1, okay. Kapitel gibt's da. Well, here it is, the Weatherby House, our new home. It looks about the same as I remember when I grew up here. Okay. Emma, Squeeby. I don't normally say this, but I think Emma's right. Looks a little run down, Dad. Jerk. The tenant that I rented it to after your grandparents passed away left without giving any notice, so it's been without maintenance for a number of years. But it's nothing we can't fix with a bit of effort, girls. Why did we leave the city? Can we still go back? No more talk of the city. I told you this, Emma. This is our home now. We'll make it work. Come on, let's start unpacking the truck. Let's go. Gut, ich werde jetzt vielleicht auch nicht alles verstehen hier im Englischen, aber wir werden unser Bestes geben. Aber ich bin gerne für Tipps offen. Hallo? Achso, ich kann schon loslegen. Ach, es wäre irgendwie so eine Ladefrequenz oder so. Oh Gott. Wir sollten mal die Maus umstellen. Sehr heftig. Mal auf 50. So. Okay.
sehr schnell die Maus. Machen wir auf 01. So, okay. Ja, das geht schon mit der Maus. So, wir können aber den Chip gleich mal hoch machen. Weit. Ja. Oh, hallo, hat er sich nicht angenommen? Okay. Okay, jetzt ist die Maus anständig und wir gucken uns das jetzt hier mal an. Wie kann man hier vorne laufen? Hallo? Ah, okay. Sieht ein bisschen sehr komisch aus hier. Emma, help me sort through these boxes, will you? Rose, the old tenant left without even the courtesy of a phone call, so I doubt we'll find the keys laying around. Can you find a way to open this place up? If it gets me out of moving boxes, sure. This house has been dormant for a while. You'll need to get the electrical lines back on. Keep an eye out for a mechanical box once you're inside. I feel like a tradesman. Well, get used to manual labor, Rose. We're a farming family now. Okay. So, die Maus ist jetzt anständig, also... Was haben wir da? Okay, schnell gehen können wir ja auch. Du sitzt nur da? Okay, siehst ein bisschen sehr komisch aus. Alles klar. Dann gucken wir weiter. Ins Haus, okay. Tab. Okay. Okay, ist verschlossen. Finden wir hier irgendwas? Okay. Ist da noch irgendwas hier rumfliegen? Okay. Alles klar, wir gucken mal uns um. Dass wir vielleicht hier irgendwie ins Haus kommen. Hier ist auch nichts. Ein bisschen sehr merkwürdig hier. Und? Hier ist auch nichts. Und hier. What do we have here? I guess it's not technically a break and enter if it's your grandparents' place, right? Okay. Okay, hier ist nichts offen. Rechnen ist hier. Okay, sieht alles hier ein bisschen merkwürdig aus. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir ins Haus kommen. Wir haben nichts hier. Okay, sieht ein bisschen sehr, sehr, sehr krass aus. Ich würde ja gucken. Mal nichts machen. Mal nicht so rein irgendwie. So. Kann man auch nichts machen. Okay. Gibt es hier einen Schlüssel? Hast du einen Schlüssel? Dad. Gib Schlüssel. Was haben wir denn hier? Box. Zum Boxen. Ist nix. Sieht sehr merkwürdig aus. So richtig so comic-mäßig. Hier drüben sind auch noch Boxen. Da lockt man sich nicht dran. Ist nix. Komm ich da ran? Okay, kann man nur ranzoomen. Macht die ganze Zeit irgendwie das Gleiche. Da komme ich nicht dran. Springen können wir auch nicht. Okay.
ein bisschen komisch. Ist hier irgendwas? Nö. Haben wir hier irgendwas? Hier kann man nicht aufmachen. Okay. Hier irgendwas? Ja. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ein Haus, wo man nicht reinkommt. Müsste doch irgendwas geben hier. Was für eine Box hier. Auch nix. Wenn ich das jetzt überhaupt richtig verstanden habe. Ah, was haben wir denn da? Okay, wir sind im Haus. Okay. Es ist sehr dunkel hier. Oh, it's so dusty in here. All right, let's get the lights back on. Somehow. Okay. Okay, so packen wir hier drin die Türen auf. Licht. Licht machen. Scheiße. The last tenant had a bit of a drinking problem. Oh, sind die Schalter? Oh Gott, oh Gott. Können wir hier die Tür aufmachen? Erstmal Licht machen. Okay, wir sollen erstmal Licht machen. Oh Gott. Fängt ja schon gut an hier. Wo muss ich denn hier Licht machen? Wir müssen in den Keller gehen. Licht? Ist doch noch nicht mal ein Lichtschalter. Gibt's sowas nicht. Gott, Gott, Gott. Steckdosen gibt's hier, aber keine Lichtschalter. Kann man mich sehen? Ja, schade. Wie ich mir schon gedacht habe. Man kann uns nicht mal sehen. Okay, ist geschlossen. Licht. Okay, dann suchen wir nach Licht hier. Irgendwie Licht machen können. Neue Fenster aufmachen. Alter Schwede. Okay, hier liegt mal eben mal so ein Beil. Mehr sehr, sehr merkwürdig. Okay, den Kühlschrank kann man öffnen. Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Hallo? Kannst du auch wieder schließen, danke. Okay. Wollen wir jetzt echt nach oben gehen? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will mich gar... Aua. Alles klar. Wie wollt ihr einziehen?
Well, that's a creepy door. Sehr creepy, yeah. Okay. So kann die Schalter. Alter Schwede, das mach ich hier oben. Boah, jetzt erschrie ich mich hier noch. Ist hier. Okay. Auch keine Schalter. Ist auch nichts. Die Truhe ist. Oh Gott. Das schon, hier wäre sonst was. Ist gleich gar nichts drin, okay. Oh. Sehr. Und ich sehe mich nicht. Oh, boy, boy. Sehr spooky hier. Alles klar. Huch. Hä? Alles klar. Okay. Kannst du das dann machen? Ah. Hä? Ah. Das. Kann man das drehen? Gar nicht, wie es aussieht, ne? Okay. Dann versuchen wir mal das Rätsel zu lösen. Irgendwie. Das irgendwie alles gar nicht. Kann man das wegmachen? Nee. Ist klar. Okay. Das müsste dann hierhin sein. Nee. Okay. Das gehört dahin. Okay. Englisch hier sein. Hier? Nee. Spooky. Spook, spook, spooky. Okay. Ach so, okay. Gar nicht gepasst. Auch nicht, okay. Okay, wir haben das erste Rätsel gelöst. Was jetzt? Wow, kann man nicht angucken? Nur eine Notiz. Okay. Aber dass jetzt hier nichts passiert ist. Hallo? Hallo? This ripped up note doesn't look like it's written in English. Corporea dormientes exita frigida et rigida reduc animas inquietus nocte ambulantes. Okay, das ist nichts Gutes. I'm not the superstitious type, but that wasn't comfortable to read. Better get back to turning the lights on. Ja. Und ist das aus? What's this? Looks really ornate. Well, outside of chores and probably bad TV reception, there's not much else to do. I'll read it later. Boah, das klingt aber ziemlich krass. Ja, es scheint dunkel draußen zu sein. Aber ich würde auch sagen, dann ist die Folge hier vorbei. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.